zeige ich dir, wie du ein ganzes Menü ganz einfach im Airfryer zubereiten kannst. Du bereitest deine Frikadellen nach deinem Hausrezept zu, gibst noch Kartoffelwürfel mit auf die Backroste und ein Gemüse nach Wahl. Ich habe mich hier für Kohlrabi-Stifte entschieden. Dann fettest du deine Backbleche ein, gibst die Frikadellen auf ein Backblech, die Kartoffelwürfel dazu. Du kannst natürlich die Kartoffeln und auch die Kohlrabi noch mit Gewürz deiner Wahl würzen. Und schon ist alles fertig und geht ab in den Airfryer. Ich nehme hier die oberste und die mittlere Schiene. Dieses Gericht benötigt ca. 30 Minuten auf dem Programm Airfry. Und schon hast du eine komplette Mahlzeit im Airfryer zubereitet.